Hallo und herzlich willkommen bei Chris's Delicious. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem total leckeren Sandwich-Rezept und auch so sehr Sandwiches liebt wie ich und eine Idee braucht für euren Grillabend, dann habe ich heute genau das richtige Rezept für euch. Also bleibt dran! Aktuell kursieren ja einige Rezepte dazu schon im Internet rum. Ich habe heute für euch die Dinkel-Variante. Also wir haben das ausprobiert, es schmeckt super gut. Ich zeige euch heute mit allen Tipps und Tricks, wie ihr die genau richtig hinbekommt, damit euch die Fehler nicht passieren, die ich gemacht habe. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten für den Hefeteig, denn der kann schon mal in aller Ruhe aufgehen. Für unseren leckeren Pizzateig benötigen wir einmal einen halben Würfel Hefe. Dann habe ich hier 210 Gramm Wasser, einen Teelöffel Zucker, einen Teelöffel Salz. Dann benötigen wir außerdem noch 15 Gramm Olivenöl und 420 Gramm Mehl. Hier habe ich hier Dinkelmehl Typ 630. Ich bereite den Hefeteig natürlich wie immer im Thermomix zu. Dafür gebe ich einfach nur, der gibt immer die Flüssigkeiten, Hefe und Zucker in den Mixtopf. 4 Minuten 37 Grad, Stufe 2. Und jetzt geben wir einfach nur das Mehl und die restlichen Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze für ungefähr 2 Minuten auf der Teigknetstufe kneten. Wichtig ist die Reihenfolge der Zutaten, immer erst das Mehl hinzugeben und dann Salz und Öl. Sonst geht unser Hefeteig nicht so gut auf. Jetzt bemehlt ihr eure Arbeitsplatte bzw. eure Backmatte ganz leicht. Ich benutze natürlich wie immer unsere Backmatte, da könnt ihr den Teig richtig gut kneten, vor allen Dingen bei klebrigen Teigen ist das sehr hilfreich. Dann formen wir den Teig einfach immer von außen nach innen zu einer wunderschönen Kugel, geben das Ganze dann in eine Schüssel, da bemehle ich den Boden auch ganz leicht, decke den Hefeteig ab. Und ungefähr lassen den ungefähr für eine Stunde ruhen. Schaut einfach, dass er sich verdoppelt. Wenn es noch ein, also es ist ja aktuell warm, da stelle ich ihn einfach immer auf der Arbeitsplatte ab. Das reicht vollkommen aus. Wenn es bei euch ein bisschen kühler ist, könnt ihr einfach den Teig oder die Schüssel in eine Decke einwickeln. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Teig, der ist jetzt richtig gut aufgegangen. Wir bemehlen jetzt unsere Arbeitsmatte und teilen den Teig dann in drei gleich große Stücke und rollen den dann zu drei runden Pizzen quasi aus. Wichtig hierbei ist jetzt, dass ihr den Teig nicht zu dünn ausrollt. Das ist mir nämlich beim ersten Mal passiert. Das ist dann nicht schön, der ist dann einfach zu groß und wenn man den dann aufklappt, dann ist er mir gebrochen. Das war sehr schade bei einem. Also es schmeckt auch deutlich besser, wenn der dann schön fluffig ist. Also ich schreibe euch das dann natürlich im Rezept auf, wie, in welchen Durchmesser ich ungefähr habe. Das kann ich euch ja von der Backmatte aus sagen. Dann forme ich das Ganze mit den Händen oder mit dem Teigroller zu drei schön gleichmäßigen Pizzen und decke das Ganze mit dem Handtuch ab. Dann können die nochmal kurz aufgehen. Und in der Zwischenzeit heizen wir dann schon mal den Grill auf mit eurem Grillstein eurer Wahl. Wichtig ist, dass ihr den Grillstein nicht fettet. Dann sieht das Ganze nämlich viel, viel schöner aus, das Sandwich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
In der Zwischenzeit können wir jetzt schon mal die Zutaten zurechtlegen, die wir zum Belegen brauchen. Die zeige ich euch jetzt mal schnell. Für das Belegen unserer leckeren Sandwiches benötigen wir einmal Rucola. Da habe ich jetzt ungefähr 250 Gramm. Die habe ich jetzt frisch aus dem Garten gepflückt. Pfeffer, Salz, Pesto, eure Wahl, Burrata. Pro Sandwich braucht man ein Burrata quasi. Dann habe ich hier cremigen Balsamico und Prosciutto. Wenn man sich das nämlich schon alles zurechtgelegt hat, kann man das, wenn man das draußen gemütlich macht und zum Beispiel noch Besuch hat oder sowas, kann man das einfach alles auf den Tisch stellen und jeder kann sich das dann danach auch selbst belegen, so wie er es mag. Also wir machen jetzt schon mal quasi, streichen die von innen mit Olivenöl ein. Da könnt ihr jetzt auch mit dem Geschmack variieren. Ich benutze da total gerne Knoblauch-Olivenöl, schmeckt super gut. Und bepinsel jetzt das Innere damit. Und wir haben festgestellt, es schmeckt total lecker, wenn man da auch noch geriebenen Käse reinmacht. Also für alle Käsefans, wer mag, kann jetzt an der Stelle noch mal geriebenen Gouda. Das hat uns am besten geschmeckt. Wir haben es auch mit Parmesan getestet. Das war nicht, also war okay, aber nicht ganz so gut. Und die Variante ohne haben wir auch getestet, schmeckt auch gut. Aber die mit Käse gibt es nochmal einen kleinen Pep hinzu. Dann fülle ich das Ganze mit dem geriebenen Käse, klappe das Ganze zusammen und tue das auf unseren Grillstein. Dann schaut ihr ungefähr wendet das Ganze nach 5 bis 10 Minuten und dann holen wir die raus und können sie dann gleich auch schon belegen. Ja, und beim Belegen könnt ihr das natürlich auch, also da kann man sich ja verausgaben mit allen verschiedenen Varianten, die es gibt. Ich sage euch jetzt mal, unsere Lieblingsvariante ist, wenn man direkt das Innere mit Pesto einreibt, einschmiert, dann eine Ladung Rucola drauf gibt. Den habe ich frisch aus dem Garten und ich muss sagen, ich bin wirklich gar kein Rucola-Fan, aber in dem Sandwich schmeckt das wirklich super gut, weil Rucola ja schon die Konsistenz hat, schön fest zu sein und nicht zusammenfällt. Ich glaube, deswegen ist das mit Rucola auf jeden Fall besser, als wenn man Schnittsalat oder Kopfsalat nimmt. Und dann ganz, ganz leckerer Prosciutto drauf. Und ganz, ganz wichtig, Burrata. Also Burrata, ihr braucht ungefähr immer ein Burrata pro Sandwich. Das verteilt ihr dann im Inneren schön, Salz, Pfeffer drüber und Balsamico-Essig ist den süßen cremigen drüber und schon seid ihr fertig. Ich sag's euch, das schmeckt super lecker. Ich zeig euch mal, wie ich das mache. Also glaubt mir, wenn ihr das einmal probiert, macht ihr es auf jeden Fall selbst nochmal nach. Es schmeckt super gut. Wer mag, kann natürlich auch noch Tomatenscheiben reinlegen oder auch Cocktailtomaten in feinen Scheiben. Das funktioniert auch super und ist lecker. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen von dem Rezept. Das Rezept ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, ihr folgt mir und gebt mir ein Herzchen, wenn euch das Video gefallen hat oder das Rezept. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Rezeptidee von mir. Bis dann. Tschüss.